Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen zurück zu Die Sims 3. Wir sind mal bei der Rachel Moon. Naja, du hast jetzt nicht ernsthaft die Toilette. Nee. Aber dann kannst du sie säubern. Sie hat jetzt gerade noch ein Level abgemacht im Reiten. Und jetzt können wir schon an einem Turnier, Reitturnier teilnehmen. Pferdchen lasse ich jetzt ein bisschen ausruhen, sich Allergiedunst verkeimt. Ach, je. So, sie soll jetzt mal was essen und dann soll sie säubern und dann ist 17 Uhr, dann ja, Reitenfähigkeit verbessern, können an einem Springturnier für Anfänger teilnehmen. An einem Rennturnier machen wir erst einmal heute. Nicht tutbarer Sim, Dakota Fox, okay. Ja, so, liebe Rachel. Ja, und dann machst du die Toilette sauber und dann schauen wir mal, wie es deinem Pferdchen geht. Ganz gut eigentlich. Und ja, du solltest eigentlich pieseln. Nickerchen machen ist nicht. Du gehst einmal dann da raus, wenn du fertig bist. Ja, was packt das rum mit der Grafik? Das ist aber gar nicht schön heute. Oh, Kinder. So. Es passt, dann kannst du. So, Rachel, du kannst dann aufsitzen. Aufsitzen. Wir haben ja kein. Nee. Okay. Aufsitzen und dann. Gehen wir da hin. Ja, du brauchst ein Pferd, ich weiß. 17 Uhr ist angegangen. Komm, sitz halt ein bisschen schneller auf, Rachel. Bist du noch nicht aufgesessen, Mann? Aufsitzen, wie lange brauchst du noch? Ah, Rennturnier, Anfänger. Gut. Und? Oh, er rennt. Ja, das ist ja prima. Schnell wie der Wind. Ah, beide sind glücklich. Pferdle kann rennen. Oh ja. Rein und so, jetzt halten wir der Pegasus und der Rachel die Daumen. Ja, wir sind noch am 12. Platz, gleichmäßiges Tempo. Ja, Twinbrook Derby sind viele Leute zu Gast. Pegasus geritten von Rachel Moon, sieht fit aus und das Rennen geht gleich los. Soeben Level 4. Schneller galoppieren. Ja. Oh, schon Level 5, prima. Komm, Pegasus, du schaffst das. Ja, 3. Pegasus, schneller, ja. Rennen ist erst an, 2. Platz, prima. Baby, Maharaja, aha. 2. Platz, Pegasus, ja. Mach weiter, gleichmäßiges Tempo, du bist ein super Pferd. Ja, komm. Du schaffst das. Schaffst du noch den ersten Platz, Pegasus? Baby ist vorn Pegasus, ne, mit Cinderella Morgan. Oh, der Bacchus. Naja. Pegasus. Na, zweite Platz ist auch gut. Da kriegen wir auch schon was. Rachel Moon, Pegasus, der 2. Platz. Ja, da bin ich auch schon zufrieden. Muss ja nicht gleich der 1. sein. Für das 1. Rennturnier ist es doch prima. An Rachel Moon schmieden, ja, das kann man machen. Pegasus behält den 2. Platz, wie es aussieht. Ja. Oh, jetzt muss er aber pieseln und dann ist er... Oh, 1. Platz, ja! Ja, Pegasus, bin stolz auf dich. Prima, du hast sie alle überholt. Ja,
bin so stolz. 600 Simoleons haben wir verdient. Das ist prima. Das ist Rennturnier für Anfänger. Er fühlt sich stets an das Gefühl des Erfolgs erinnert, als er über die Ziellinie lief und mit der Trophäe und den Simoleons, ja. Sie wird, ja, genau, geritten von Rachel Moon, hat den ersten Platz belegt. Windbruck Derby, damit hat nicht nur das Preisgeld, sondern auch einen Pokal gesichert. Ja, genau. So, und jetzt, also Pferd an Leckstein lecken lassen, ja, gut. Pieseln solltest du auch. Oder hast du schon? Und dann würde ich sagen, reitet ihr zwei nach Hause. Ja. Rachel ist auch müde. Nach Hause reiten. Galoppieren. Ja, oh ja. Jetzt geht's schon viel schneller. Unser Pegasus ist schon schnell. Schon ein schnelles Pferd. Prima. Oh ja. Das erste Rennturnier, gleich der erste Platz. Na, das macht mich ganz stolz. Aber wir brauchen einen Trophäenschrank, wo wir dann die ganzen Trophäen praktisch aufbewahren können. Ja, ganz toll. Und dann schauen wir mal, bevor sie ins Bettchen geht, ob beim Online-Dating sich jemand gemeldet hat. Und dann, ja, gucken wir mal. So, Pegasus kann dann schlafen. Ja, prima. Du sollst erst mal pieseln. Kannst nicht. Du sollst absteigen. Absteigen. Du sollst, ja. Zuneigung. Streicheln, Pflege, Bürsten, Pflege, Hufe auskratzen und Leckerchen geben. So, Pegasus, du gehst dann da rein in deine Box eintreten und machst ein Nickerchen, sonst geht's dir soweit gut. Bloß die Rachel ist so total müde. So, jetzt gucken wir mal, ob sich da jemand gemeldet hat. Online-Dating, nach Mitteilungen sehen. Ja. Das hätten wir doch jetzt im Inventar, glaube ich. Ja, Meisterschaftspokal, den goldenen. Der ist wert, wie viel? Will ja gar nicht verkaufen, aber Falle, ja, will ich gar nicht. Ich brauche dann ein Wandregal. Geben wir in Kaufmodus. So, dann Funktionen, Oberflächen, Schaukästen, Alchemieschrank, nee, nicht Alchemieschrank, Wandregal, Behälter, Rorisockel Ägypten, nein, Schaukasten für Käferfans, nein. Gibt's doch nicht. Das sind viel zu teuer. Reizendes Regal. Kann man da das schon draufstellen?
Gucken wir mal. Nö. Nö. Nein. Moment. Lust zu chatten? Ich werde auf keinen Fall mit dir ausgehen, Depp. Ich bin auf der Suche nach ein wenig Spaß und du scheinst ziemlich cool zu sein. Was meinst du? Nein? Nur für Spaß? Hi, ich habe dein Profil gesehen und ich finde, wir sollten Freunde sein, Felipe. Schauen wir mal. So ein Depp. Hat keiner was gesagt von wegen ausgehen. Ach Mann, wo ist denn dieses Regal? Nachtzimmer, Büro vielleicht? Nee. Dieses. Nein, das ist schon nach Funktion. Oberflächen. Verschiedene. Getränke aufs Haus. Nee. Schaukästen. Ein Chemieschrank. Alchemieschrank, ich will doch, wo man die Pokale rein tun kann. Tiere, Pferde, verschiedenes. Ah, Hühnerstall, ja. Bornstein. Sind der reinen Liebe. Ich weiß nicht, wo das ist. Komfort ist es nicht. Schränke vielleicht. Schlafzimmerschrank, Kommoden. Verschiedene Schränke. Ah, das ist, glaube ich, das guck doch mal Regal, glaube ich. Das Angeberregal. Ja, 550. Ich glaube, das ist es. So ein Regal. Ach du. Ach Gott. So groß, Mann. Schauen wir mal. Jemanden online kennenlernen. Naja. Ein Rennturnier für Anfänger gewinnen. Ja, das haben wir ja. Level 6 der Reitenfähigkeiten erreicht. Ja, online kennenlernen hast du ja. Okay, dann gucken wir mal. Ah, jetzt kann ich das. Kann ich so ungern aufstellen? Nee. So ein großes Ding. So. Ja, das war ein erfolgreicher Tag durch und durch. Das erste Rennen gewonnen und ja, dann würde ich mal sagen, wir gucken mal, dass wir sich dann als selbstständig registrieren lassen am nächsten Tag und dann gehen wir mal auch Lebensmittel einkaufen, gehen wir mal in den Laden, ja, machen wir viel, sie hat schon wieder Hunger. Kann sie dann gleich Frühstück zubereiten, wenn sie, oder sie hat noch was, Reste essen, Hot Dogs, ah, sie hat noch Hot Dogs, so soll sie Hot Dogs essen, ja, genau. Dann benutzen und dann duschen. Pferdchen, wie geht's dir? Du sollst pieseln, pieseln, ja. Und dann hast du Hunger, Durst. Heu fressen, trinken und dann springen, üben. Gut.
dann hätten wir dich. So. Okay, Rachel, dann. Ersten Pokal. Prima, Pferd drauf. Ja, macht einen stolz. Oh, das ist ein riesengroßer Pokal in Gold. Super. Schön. So, ja, meine Lieben, dann würde ich sagen, die Rachel tut jetzt frühstücken und ich würde sagen, ich verabschiede mich und beende jetzt hier mit dem Part und bis zum nächsten Mal. Tschüss, meine Lieben.